Aber wie extrem creepy das hier ist. Holy shit. Hier raus. Ich brauche was zum Aufstemmen. Ja, wo nehmen wir das her? Hier komme ich auch nicht durch. Will ich da überhaupt durch? Ich habe da gerade was durchschimmern sehen. Das. Ja, ja, ja. Geh halt einen Schritt zurück, Mensch. Oh nein. Was ist hier? Alter. Also ganz ehrlich, ich finde es jetzt schon schlimmer als Saw. Stemmen, stemmen, stemmen. Yes. Oh, und gleich nochmal. Hopp. Super. Hätten wir das auch. Und ab geht's wieder ins Kackiwasser. Boah, es ist so hardcore jetzt schon. Okay. Okay. Hier ist Sackgasse, das weißt du schon, oder? Wie jetzt? Hallo? Ach. Da hätte ich mich jetzt aber auch beschwert. Und jetzt greift uns einer an. Oh, doch nicht. Finde ich gut. Das kann ich unterstützen. Ist Fackel löschen. Sam? Hast du gehört? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich hab doch gerade Wölfe gehört. Da. Ich hab ihn doch gesehen, Mann. Wie soll ich den denn treffen? Ich hab doch keine Ahnung, wo er ist. Oh Gott.
Okay. Muss ich jetzt wieder warten, bis er mich anspringt. Oh. Okay. Zum Glück wurde er langsamer, sobald er irgendwie in Sichtweite ist. Beziehungsweise aus dem Gebüsch raus ist, sonst würde ich das... Oh, so weit oben! Oh. Wie er rumgeschleudert wurde. Hier drüben! Reyes! Daran hier! Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Die hat's aber nicht jetzt so schlimm. Auch... Ich wollte gerade sagen, Mädel, du hast echt schon gelitten. Du hast einen rostigen Nagel durch deine Hüfte bekommen und dann bist du noch in so eine Bärenfalle reingehatscht. Das ist, ich weiß nicht, ob ich danach noch so fit wäre. Warte mal, kann ich da schon wieder Fähigkeitspunkte und so? Hab ich welche? Ich weiß das gar nicht. Nö, hab ich nicht. Dann gehen wir wieder. Okay, sie hat jetzt Tagebuch geschrieben, oder was? Lara! Hier oben! Ich hab was gefunden! Wo ist hier oben? Nicht gut. Was ist das denn? Hier meine ich. Ach, guck mal, ich kann auch... Hey du, ich will dir gar nichts tun. Okay, die Pfeile sind voll. Und da soll ich lang? Dahin, wo es leuchtet, alles klar. Fuck! Oh shit! Scheiße, das war so nicht geplant. Nein, nicht! Beweg dich nicht! Ach du Dummer. So kann ich mit euch irgendwas... Ich weiß nicht, wo ich ihn warnen kann, Doktor. Alles frei, Lara! Komm rauf! Er hätte mich echt warnen können, ey. Meine Güte. Aber hübsch. Ja, Pfeile auffüllen. So. Wow, im Ernst jetzt? Oh. Das ist wunderschön. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Okay. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Ups. Sonnenblume.
Zeug steht hier überall rum. Ach so, ja, nee. Ich brauch was Stabileres. Ja, ich weiß. Tut mir leid, das hatte ich verplant. Kann ich nicht mitnehmen? Hier kann ich ein Feuer machen. Aber das muss ja jetzt nicht sein. Ja? Was ist denn los? Das ist eine stabilere Axt. Ja, gut. Meinst du sowas wie das hier? Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Okay, dann brauchen wir jetzt noch 4 solche Kistchen. Aber wo soll ich die denn jetzt herzaubern? Och, ich weiß auch nicht. Ich gehe einfach mal hier lang. Da sind Pfeile. Ich habe Angst, dass mich gleich wieder irgendwas... Hui! Nein, was zielst du denn? Was machst du? Ich brauche eine Nahkampfwaffe, so geht das nicht. Oh, shit. Oh, ich stelle mich aber auch an. Na? So. Das sieht so fies aus. Genau das brauche ich. Haha. Ja. Mein Gesicht. Moment. Das ist echt fies. Katzenhaare, ey. Ich bin ja nicht mal allergisch, aber die kitzeln halt einfach so tierisch. Ich brauche mehr. Ja, ich weiß. Ich habe eine Anzeige dafür, wie viel du noch brauchst. Und ich habe Angst vor Wölfen. Das heißt, ich habe Angst vor Wölfen. Ich will sie halt nicht umbringen, weil das sind doch schöne Tiere. Was ist das? Oh. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Okay. Gibt doch mehr zum Sammeln, als ich irgendwie dachte. Krass. Aber wo kriege ich denn jetzt noch? Da unten. Gucke mal. Nein, falsche Taste. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Ach so, okay, hier können wir nichts dran finden noch. Dann halt nicht. Aber das war jetzt gar kein Bergungsgut, ne? Das war jetzt so ein... Nur noch ein bisschen mehr. Ein bisschen. Kleines Minzerblättchen. Okay. Aber macht eigentlich Spaß bisher. Wenn ich jetzt noch irgendwie mal ein Messer finden würde oder sowas, irgendwas, dass ich nicht... Wenn ich in so Wölfe reinrenne, dass ich mich dann auch direkt wehren kann. Das wäre schon ganz nice. Okay, ich könnte jetzt da rüber, aber da war ich doch im Prinzip eigentlich schon. Das ist ja blöd. Wessen Lager ist das? Sollte ich hier reingehen? Oder ist das... Nee, doch, das war unser Lager, oder? Na super. voll im Kreis gerannt. Wo ist denn jetzt das letzte Bergungsgut? Ja, stimmt. Hier bin ich vorhin runter. Komm, zeig mir irgendwas. Ach, hier. Juhu. Zack. So, das müsste reichen. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Wir konnten da oben, glaube ich, auch ein Lager aufschlagen, oder? Soweit ich mich entsinnen kann, war da noch so ein Lagerfeuerchen. Was bist du denn? Ein Happelhäschen. Ja. Warte mal. Nee. Ich dachte, da wäre vielleicht so eine kleine Abzweigung gewesen, wo man dann noch irgendwie super ein Secret hätte verstecken können, aber nein. Aua! Was machst du denn? So.
Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Stemmaxt, ja. Oh, guck mal, ich kann es drehen. Ui. Okay. Pam. Sieht sie jetzt besser aus? Upgrade durchgeführt, verstärken. Die sieht immer noch genauso aus. Super. Na gut.